Unter der Überschrift steht Quo Vadis EEG-Umlage. Ich sage vielleicht vorweg ein paar technische Details. Erstmal möchte ich mich vorstellen. Carsten Wiedemann, mein Name. Ich leite das Berliner Büro von Energate. Dann der Hinweis, dass wir dieses Webinar aufzeichnen. Das heißt, wer jetzt nicht dabei sein kann oder vielleicht früher den Web-Talk verlassen muss, kann nachher auch die Aufzeichnung sich nochmal anschauen. Die Fragen, auf die wir ja hoffen in unserer Diskussion hier, die bitten wir über die Chat-Funktion oder über das Q&A-Modul zu stellen, was mein Kollege Marc Hüter betreut und dann während der Diskussion immer wieder hier rein moderiert in bewährter Manier, sodass wir Ihre Fragen dann auch mit aufnehmen können. Dann möchte ich erstmal Ihnen unsere Mitdiskutanten vorstellen. Das ist Frau Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energien, Herr Andreas Kuhlmann, Geschäftsführer der Deutschen Energieagentur und Sebastian Bohley, Abteilungsleiter beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Alles drei sehr profunde Diskutanten, wenn es um das Thema EEG-Umlage und überhaupt um das Thema Energiepolitik geht und wo wir dahin steuern. Deswegen hoffe ich, dass wir hier eine gehaltvolle Diskussion Ihnen bieten können, die, wie gesagt, dann auch davon lebt, dass Sie uns an der einen oder anderen Stelle Ihren Input mitgeben. Als wir diesen Web-Talk angesetzt haben, war schon klar, dass die EEG-Umlage im kommenden Jahr steigen wird als eine Folge der Corona-Pandemie und des dadurch sinkenden Stromverbrauchs und des Börseneffektes, der dann wiederum dazu geführt hat, dass das EEG-Konto eben Ausgleichszahlungen leisten muss an die Betreiber der erneuerbaren Energien, weil eben der Wert an der Börse der Erneuerbaren gesunken ist in der letzten Zeit. Es war aber noch nicht abzusehen, dass die Bundesregierung darauf reagiert oder wie sie darauf reagiert. Das hat sie nun getan mit dem Konjunkturpaket, was letzte Woche verabschiedet wurde. Dadurch wissen wir, dass die Umlage im kommenden Jahr auf 6,5 Cent begrenzt werden soll und im Jahr darauf auf 6 Cent pro Kilowattstunde durch einen Zuschuss aus dem Bundeshaushalt, der zusätzlich gezahlt wird zu den ebenfalls im kommenden Jahr ja beginnenden Einnahmen aus dem Brennstoffemissionshandel, der ja schon vorher als ein Mittel zur Senkung der EEG-Umlage vorgesehen war. Nun haben wir noch diesen zusätzlichen Effekt oder dieses zusätzliche Mittel, um die Umlage zu senken. Und da wäre jetzt sozusagen meine Frage an Sie drei. Sie können alle sozusagen in Abfolge gerne antworten. Ich fange vielleicht mal mit Frau Peter an. Reicht das denn jetzt aus? Also diese Begrenzung, die wir für 2021 und 2022 zu erwarten haben. Ja, also grundsätzlich haben wir begrüßt, dass die EEG-Umlage gedeckelt wird, weil es ja um die Bezahlbarkeit von Stromkosten geht, aber auch um die Gestaltung der Energiewende. Und Sie haben es eben gesagt, die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Strommarkt. Und das hat ja dramatische Auswirkungen gehabt mit wegbrechenden Verbrauchern, mit sinkenden Börsenstrompreisen, gleichzeitig in diesem Jahr eine sehr hohe Einspeisung von Photovoltaik und Windenergie, mit der Konsequenz weiter sinkender Börsenstrompreise. Das führt zu einem Anstieg. Also wir rechnen ja damit, dass gerade der Corona-Effekt besonders deutlich wirkt. Die Agora hatte gesagt, etwa auf 8,6 Cent wird sie dann am 1. Januar 2021 steigen. Und das ist eben einem Berechnungsmechanismus geschuldet, der nicht anerkennt, dass die Erneuerbaren eigentlich den Strompreis senken, sondern der die EEG-Umlage erhöht. Und dieses Paradoxon muss man irgendwann mal angehen. Letztlich geht es uns darum, dass man grundsätzlich mal anerkennt, dass die erneuerbaren Energien in diesem Jahr schon an die 50% Stromeinspeisung in die Netze ausmachen. Das wird ja weiter zunehmen, 60, 70, 80, 90%. Und da kann es nie sein, dass wir an diesem Paradoxon festhalten, sondern es muss eben darum gehen, dass man einen Mechanismus findet, zum einen ein ganz neues Strommarktdesign, was die Erneuerbaren ins Zentrum stellt, aber auch eine komplette Reform der Abgaben und Umlagen, die eben anerkennt, dass wir jetzt vor allen Dingen fluktuierende Quellen, Wind und Solar im Zentrum haben und andere Quellen brauchen, die
das Ganze flankieren. Im Moment ist es Erdgas, es sollte aber auch flexible Bioenergie sein und dass wir dann eben einem modernen und zukunftsfähigen Energiesystem Rechnung tragen. Deswegen ist das ein erster guter Schritt. Manche sagen ja, man braucht noch eine stärkere Senkung. Dann muss man aber auch sagen, wie eine Refinanzierung aussieht, weil das EEG dient ja als Refinanzierungsinstrument am Markt, wo die Marktmechanismen im Moment noch keinen fairen Wettbewerb hier geben. Hätten wir jetzt zum Beispiel einen stärkeren CO2-Preis im Strom, hätten wir eine bessere Wettbewerbssituation, dann bräuchte man vielleicht nicht so stark zu senken. Aber es geht grundsätzlich darum, jetzt das System zu überführen und nach diesen Senkungen mit der neuen Regierung, ich erwarte mir da nicht so viel mehr mit der aktuellen, tatsächlich zu überlegen, wie kriegen wir ein neues Strommarktdesign und eine wirklich gute und einfache Struktur der Abgaben und Umlagen hin, die diesem modernen und dezentralen Energiesystem Rechnung tragen. Vielleicht soweit das erstmal. Mhm. Dann Herr Bohler, ich habe gesehen, Sie haben noch eine Zuschauerin im Hintergrund. Früh übt sich beim Thema erneuerbare Energien. Ja, genau. Ich bin ja zu Hause. Insofern sind auch meine beiden Töchter gerade hier. Die eine hat ja schon in die Kamera gegrüßt. Mal gucken, ob die zweite auch noch gleich vorbeikommt. Sehr schön. Konkret nochmal nachgefragt, auch der DIHK hatte ja, bevor jetzt bekannt wurde, dass es diesen Haushaltszuschuss, diesen zusätzlichen gibt, bei der Umlage im kommenden Jahr auch sich schon dafür ausgesprochen, dass eben der Anstieg, der Corona-Effekt ausgeglichen wird. Ist das sozusagen jetzt aus Sicht der Industrie ausreichend, was die Bundesregierung da angesetzt hat? Also wir sprechen ja als DIHK nicht nur für die Industrie, sondern erstmal für alle Unternehmen. Ja, möchte ich an der Stelle schon nochmal deutlich betonen, dass wir jetzt hier nicht einseitig auch nur Industrieinteressen im Blick haben. Sagen wir mal so, wenn ich vor 18 Monaten gefragt worden wäre, kriegen wir im Jahr 2020 oder dann ab 2021 irgendwie eine Haushaltsfinanzierung bei der EEG-Umlage, jetzt mal egal in welcher Höhe, dann hätte ich gesagt, na, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Insofern ist es schon mal ein sehr wichtiger Schritt auch, dass wir jetzt zumindest Teile des EEGs, der Finanzierung in den Bundeshaushalt überführen. Intern sind wir auch davon ausgegangen, dass die EEG-Umlage oder gehen wir davon aus, dass die EEG-Umlage jetzt ohne diese staatliche Intervention auch so in der Größenordnung bei 8,5 Cent dann wahrscheinlich rauskommen würde zum Jahreswechsel. Das hängt insbesondere auch davon ab, ob die Industrie jetzt tatsächlich wieder dauerhaft ans Laufen kommt. Also wir wissen aus den verschiedenen Branchen, dass ja jetzt viele Betriebe wieder hochgefahren haben. Das Problem ist aber, dass viele Lieferketten im Moment nach wie vor unterbrochen sind, dass die Teile nicht ankommen und wenn sie dann irgendwelche Spezialteile brauchen, dann steht irgendwann die Produktion einfach still. Und auch Aufträge, also die Auftragsbücher sind insofern noch gefüllt, weil das alles Aufträge von Vor-Corona-Zeiten sind. Und wenn die Lieferketten und die Auftragsketten nicht wieder rechtzeitig einsetzen, kann das gut sein, dass wir im Herbst einfach eine zweite Stillstandswelle sehen werden in der Industrie, die dann möglicherweise gar nichts mit Corona zu tun hat. Also das sind sicherlich noch die Unwägbarkeiten, die im Moment da drin stecken. Und ich vermute auch, dass das mit ein Grund war, warum die Bundesregierung gesagt hat, wir deckeln jetzt erstmal auf 6,5 Cent. Ja. Also von 8,5 auf 6,5 Cent zu deckeln, das kostet natürlich schon so um die 7 Milliarden Euro. Es gab ja auch Prognosen, dass die EEG-Umlage bis zu 10 Cent steigen könnte. Das sind natürlich Summen, die der Bundeshaushalt dann auch irgendwie mal verkraften muss. Gleichwohl ist die Senkung der EEG-Umlage ja angekündigt worden, auch als ein Kompensationsinstrument für die nationale CO2-Bepreisung, die ja zum Jahreswechsel nach wie vor starten soll. Die 10 Euro stehen ja im Gesetz, die 25 Euro sind im Moment im Bundestag, werden da noch diskutiert. Es ist aus unserer Sicht völlig klar, dass jetzt diese Mini-Senkung um 0,25 Cent keine Kompensation für die Einführung des BEHG ist. Also das ist, wie gesagt, ein wichtiger Schritt, aber als Kompensationsinstrument reicht es nicht aus. Aus unserer Sicht hätte man da schon noch deutlich weiter runtergehen müssen. Mhm. Herr Kuhlmann, die DENA macht ja viele Leitstudien auch zum Thema und Frau Peter hat auch eben schon davon gesprochen, dass man eigentlich das System dann irgendwann auch überführen muss und das Ganze, letztendlich geht es ja darum, dass man von diesem kurzfristigen Schritt, den man jetzt ein, zwei Jahre hat, dann darüber nachdenken muss, dann doch mal an das Thema Abgaben- und Umlagensystem noch mal grundsätzlich rangehen können. Was sind denn da Ihre Vorstellungen, um sozusagen die dezentrale Energiewende dann auch kostengerecht voranzubringen?
Ich will erstmal ganz direkt auf Ihre Eingangsfrage antworten, ob das reicht mit diesen 6,5 und 6 Cent. Und da ist meine persönliche Meinung, nein, das reicht nicht. Das muss weitergehen, meiner Meinung nach. Aber ich will das gleich ein bisschen einordnen und auch relativieren an der Stelle. Wir haben ja schon vor gut einem Jahr, glaube ich, den Vorschlag gemacht, dass man Wege suchen sollte, die EEG-Umlage auf Null zu bringen, gerade also nicht um, und da bin ich jetzt ganz froh, auch was die Simone Peter da gerade gesagt hat, nicht um die Finanzierung der EEG-Anlagen irgendwie in Frage zu stellen oder deren Leistung oder dergleiches, das überhaupt gar nicht, sondern um einfach einen anderen Refinanzierungsmechanismus zu finden, weil wir davon überzeugt sind, dass diese irgendwann ja doch auslaufende EEG-Umlage innovationsfeindlich ist, sehr bürokratisch, mit vielen innovativen Ideen einfach im Wege steht. Und deswegen glauben wir, dass man da Wege suchen sollte. Jetzt muss man ja mal sehen, ich verstehe Ihr Argument, Herr Boley, so viel bleibt da jetzt am Ende nicht irgendwie über. Aber wenn man jetzt das BEHG nicht hätte und diese Entlastung nicht, in der Tat, dann wären wir ja fast bei 10 Cent EEG-Umlage gelandet. Und das abgewendet zu haben, ist schon auch eine beeindruckende Leistung. Und wir sehen ja auch, welche Summen dahinter stecken. Was mich schon freut insgesamt ist, erstens, ganz wichtig, wir haben in dieser großen Krise erkannt, dass wir auch mit klimaökonomischen Instrumenten und Ideen einen Beitrag zur Lösung von Konjunkturkrisen leisten können. Ich finde das einen ganz wichtigen Gedanken, weil das ja vorher zwei unterschiedliche Welten waren. Wir merken also so langsam, ja, wenn wir die CO2-Bepreisung gut nutzen und wenn wir bei der EEG-Umlage entlasten, da verbindet sich also klassische Ökonomie mit Klimaökonomie und man sucht nach Wegen, das gut zu koppeln. Es ist ein Einstieg, vielmehr nicht, aber immerhin. Wir haben jetzt auch gesehen, dass die Bundesregierung ja vor kurzem diesen Mechanismus auf den Weg gebracht hat oder noch nicht ganz verabschiedet, dass jetzt über die CO2-Bepreisung die EEG-Umlage sinkt. Das ist ja auch, Sie haben es gesagt, Herr Boley, vor 2 Jahren noch nicht denkbar gewesen, dass sowas mal passiert. Und jetzt eben die ergänzenden Haushaltsmittel zur Fixierung, ich sage gar nicht Stabilisierung, sondern erstmal zur Fixierung dieser Umlage. Ich glaube, dass eigentlich alle das Gefühl haben, diese EEG-Umlage ist Pain in the neck, die muss irgendwie weg. Wir müssen andere Wege finden, wie die genauer aussehen können. Kann ich auch gleich noch ein paar Gedanken zu sagen. Aber es ist auf den Weg gebracht und ich glaube, wir sind auf einer Rutsche, die jetzt einfach von Jahr zu Jahr immer steiler wird. Wir werden mit Sicherheit da dranbleiben, alle werden da dranbleiben. Und wer darauf hofft, Geschäftsmodelle auf Basis der EEG-Umlage zu entwickeln, der entwickelt Geschäftsmodelle, die gegen etwas Auslaufendes konkurrieren. Und ich glaube, das macht keinen Sinn. Und um hier wirklich einen Impuls zu setzen, sollte man weiterhin nach Wegen suchen, die auf Null zu setzen. Und wenn ich vielleicht diesen einen Gedanken dann gleich noch mit sagen darf, das ist so ein bisschen kontrainduktiv, aber wir hatten damals gesagt und werden das jetzt auch in der kleinen Studie mit FIFO Köln und Stiftung Umweltrecht noch vor der Sommerpause auch nochmal vorlegen. Ich glaube nicht, dass die Stromsteuer auf Null gesetzt werden muss, sondern unser Vorschlag wäre eigentlich eher, die Stromsteuer sogar noch als Teil der Gegenfinanzierung der Absenkung der EEG-Umlage auf Null zu nutzen. Denn da habe ich wirklich auch den Finanzminister im Blick. Also wie soll das denn in Zukunft aussehen? Strom wird weiterhin eine wichtige Einnahmequelle sein. Wir werden mehr Strom verbrauchen. Und ich möchte schon, dass wir auch kontinuierlich vernünftige Haushaltsstrukturen letztendlich haben. Deswegen ist die Stromsteuer wichtig, sollte eher erhöht werden, wenn im Gegensatz dann die EEG-Umlage auf Null gesetzt wird. Das würde viel bringen. Bevor wir sozusagen dazu kommen, was dann in Zukunft vielleicht mal die Finanzierung sichern kann, nochmal auf aktuelle Fragen. Ungeklärt ist ja noch, wie das mit EU-Recht alles funktionieren kann. Es gibt ja diesen Plan, eben die auch die Zuschüsse, die sozusagen über das BEHG einlaufen, dann über den Haushalt wiederum dann an die Übertragungsnetzbetreiber zu geben. Aber das ist alles noch nicht sozusagen endgültig abgesegnet und bringt natürlich dann auch immer wieder das EEG in den Zugriff von Brüssel, weil es eben ja sich um Haushaltszuschüsse handelt. Wie sehen Sie das denn, Frau Peter? Ist dieser Weg, der da jetzt beschritten wird, sicher oder auch so, dass man ihn gehen kann?
Ja, das ist genau die große Frage. Andreas Kuhlmann hat eben die Stiftung Umwelt-Energierecht angesprochen. Die hat sich dazu ja schon Anfang des Jahres umfassend Gedanken gemacht und gesagt, wenn das aus Haushaltsmitteln finanziert wird, also die Senkung der EEG-Umlage, dann wird auf jeden Fall das EEG beihilferechtlich überprüft. Deswegen haben wir immer gesagt, es gibt Leute, die sagen, das ist auch okay, das soll auch so sein. Aber es ist eben der Einfluss der EU-Kommission, wenn man ein Instrument national gestalten will, dann muss die Bundesregierung das jetzt durchaus beantworten, wie sie das angeht im Austausch mit der EU-Kommission. Wir haben ja vorgeschlagen, weil ja diese Stabilisierung, wenn man sagt, etwa 8,5 auf 8,5 würde sie steigen, jetzt zum 1.1. Wir sind jetzt bei 6,5, dass man 2 bis 2,5 Cent allein dadurch runterdrückt, indem man zum Beispiel die Industrieprivilegien, die ja richtig sind, vielleicht kann man über den Umfang nachdenken, ob jeder Golfplatz befreit werden muss, weiß ich nicht. Aber wenn die Industrieprivilegien aus dem Bundeshaushalt finanziert werden, da sagt Stiftung Umwelt-Energierecht, da würde wahrscheinlich das Beihilferecht nicht greifen. Und wenn wir dann, und das war unser Vorschlag, nicht Stromsteuer erhöhen, sondern Stromsteuer auf das europarechtlich nötige Minimum oder mögliche Minimum zu senken, und dann hätten wir insgesamt eine Entlastung von 3,5 Cent pro Kilowattstunde. Das hätte man jetzt machen können, ohne noch die zusätzlichen Entlastungen, die jetzt noch kommen, über die CO2-Bepreisung. Also da sind Instrumente an der Hand, die das Beihilferecht hier nicht heranziehen, und das muss man, also die Bundesregierung hat hier noch keinen Lösungsvorschlag gegeben. Wir sind gespannt, was da auf uns zukommt. Wichtig ist, dass wir Gestaltungsmaßnahmen hier im Land haben und auch in der Perspektive, das haben wir jetzt alle schon mehrfach angesprochen, dass es möglich macht, hier weiter Kosten zu senken, aber eben trotzdem Erneuerbare zu refinanzieren. Herr Bohler, vielleicht wollen Sie bei dem Thema Industrieausnahmen auch noch mal sozusagen ein Statement abgeben, denn eine Sache, die man jetzt ja sieht, oder ein Problem, was ja auch der DIHK schon thematisiert hat, ist ja die Frage der, oder das Thema der besonderen Ausgleichsregelung. Die Schwellwerte verändern sich, wenn die Stromkosten sinken. Gibt es da aus Ihrer Sicht schon eine Antwort darauf, oder müssen sich Unternehmen darauf einstellen, die im Moment davon profitieren, dass sie am Ende mehr zahlen müssen, weil sie eben aus dieser Regelung hinausfallen? Mache ich gerne ein Wort vorab noch zum Thema Golfplätze. Frau Peter, Golfplätze waren nie in der besonderen Ausgleichsregelung und können da auch nicht rein, weil sie nicht produzierendes Gewerbe sind. Ich weiß, dass Sie damals in der Diskussion, kann ich Ihnen gerne die Paragraphen im EEG zeigen, ich weiß, dass... Oh, jetzt ist er jetzt weg. Ihre Netzentgelte reduziert haben. Die Schwellenwerte sind aber bei der atypischen Netznutzung, ich glaube, 2012, 2013 angehoben worden, und seitdem sind da auch keine Golfplätze mehr dabei. Das ist nur die Verbindung ist leider schlecht. Herr Bodei? Okay, dann schauen wir mal, das sind eben die Tücken von WebTalks. So, jetzt bin ich wieder da. Ja, genau. Ich habe immer im Homeoffice so ein, zweimal am Tag einen Aussetzer, und heute hatte ich noch keinen, von daher musste das jetzt wahrscheinlich passieren. Ich hoffe, es bleibt bei dem. Genau, also Schwellenwerte und Ausgleichsregelung. Ja, genau, zum Thema Schwellenwerte und Ausgleichsregelung. Also völlig klar, wenn wir jetzt Haushaltsmittel in die EEG-Umlage stecken, ich denke, es ist unstreitig, dass es eine Beihilfe ist. Ich fand die Diskussion aber sowieso immer ziemlich esoterisch, weil die GD-Wettbewerb sowieso ja darauf bestanden hat, auch trotz des Urteils des EuGHs, dass das EEG 2017 zumindest eine Beihilfe ist. Insofern ist dann zumindest auch diese, als Nicht-Jurist kann ich das nur als esoterische Diskussion bezeichnen, ist dann jetzt wenigstens beendet. Die Deckelung der EEG-Umlage im kommenden Jahr und dann auch 2022. Also im kommenden Jahr dürfte es noch keine Auswirkungen haben, einfach weil wir ja steigende Netzentgelte und steigende sonstige Umlagen sehen werden, die die Senkung der EEG-Umlage, die kleine, überkompensieren. Insofern haben wir kein direktes Problem für die Unternehmen in der besonderen Ausgleichsregelung. Das wird dann natürlich im Verlauf der weiteren Senkung, also 2022 6 Cent, und dann müssen wir ja mal gucken, wie es weitergeht, kann das natürlich ein Problem werden für alle Unternehmen, die im Moment sich um die Schwellenwerte rumgruppieren.
Das wird aber auch nicht sofort ein Problem, weil für die Berechnung der Stromkostenintensität immer der Durchschnitt der letzten 3 Jahre herangezogen wird. Also ein bisschen Zeit ist insofern da, bei der Regelung was zu machen. Und die Bundesregierung hat ja auch angekündigt, dass sie dieses Problem sieht und sich dieses Problems auch annehmen möchte. Jetzt mit Corona ist es ja so, wenn die Produktion stillsteht oder runtergefahren wird, hat man ja immerhin noch aber sogar eine steigende Stromkostenintensität, weil der Stromverbrauch ja nicht im gleichen Maße runtergefahren werden kann. Höchstens sie schalten das Werk tatsächlich komplett ab. Das ist jetzt, glaube ich, aber in den wenigsten Fällen passiert. Also so, dass ich jetzt nicht direkt und akute Gefahr sehe, sondern eher perspektivisch. So in 2-3 Jahren wird es dann ein großes Thema. Und deswegen ist es aus unserer Sicht aber sicherlich gut, wenn wir es jetzt auch mit der EEG-Novelle bereits in diesem Jahr abräumen. Darf ich noch kurz was ergänzen? Gerne. Weil ich mit der Esoterik auch nichts anfangen kann, aber mich dagegen wehre, dass die Befassung damit, ob die EEG-Umlage jetzt wahlberechtigt relevant ist oder nicht als esoterisch betrachtet, sonst hätte sich das EuGH damit auch nicht befasst. Nein, also, natürlich nicht. Das ist nur so die Sicht des profanen Nicht-Juristen. Ich wollte nur bei Ihnen sein, wenn es dann die Golfplätze nicht mehr sind, so die manche Hähnchenschlachterei oder was da ist. Sind ja, also ich glaube, es wäre gut, grundsätzlich nochmal damit zu befassen. Es sind ja sehr viele Unternehmen dazugekommen im Laufe der Jahre, ob das alles richtig ist. Und Sie haben ja völlig recht, dass die Schwellenwerte geprüft werden. Das heißt, es hat jetzt grundsätzlich keiner Sorge zu tragen, dass man sehr schnell von der Befreiung rausfällt oder aus der Befreiung fällt. Und dass es eine Befreiung gibt für Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, das ist ja auch unstreitig. Ich glaube, man sollte eher nochmal auch darüber nachdenken, was ist mit denjenigen, die einen Eigenverbrauch haben oder die zum Beispiel auch eine Eigenerzeugung organisieren wollen, die nicht mehr eher auf Kohle, sondern eher auf erneuerbaren Energien steht, dass man hier auch Entlastungseffekte schafft. Und auch da ist ja natürlich dann die Frage, muss das alles noch über die EEG-Umlage laufen oder haben wir da in Zukunft bessere Instrumente, die das auch ermöglicht? Da möchte ich dann wieder bei Herrn Frey sein. Da sind wir völlig zusammen, Frau Peter. Sehr schön. Absolut. Da kommen wir auch schon langsam in Richtung Zukunft. Erstmal vielleicht noch, wir haben jetzt ja für 2 Jahre sozusagen eine gewisse Pause oder einen gewissen Puffer. Mhm. Im Anschluss, so formuliert es ja zumindest das BMWI oder so war auch der ursprüngliche Plan, soll ja eigentlich irgendwann die Entwicklung dahin gehen, dass der Brennstoffemissionshandel eben die Umlage komplett oder die Umlagekosten komplett finanziert, also dass die Einnahmen dafür ausreichen. Herr Kuhlmann, sehen Sie das, ist das realistisch? Kommen wir dahin, dass wir sozusagen von der einen Seite auf die andere Seite die Einnahmen verschieben? Ja, ich meine, momentan ist es ein bisschen schwierig, eine wirklich belastbare Prognose für die EEG-Umlage für dieses Jahrzehnt zu machen. Mhm. Aber das ist genau das, was wir uns da jetzt auch ein bisschen versuchen anzuschauen mit dieser kleinen Studie, die ich gerade erwähnt habe, das einfach mal durch das Jahrzehnt so ein bisschen durchzukalkulieren, soweit das geht. Ich meine, wenn ich es richtig weiß, sind 25 Euro CO2-Preis pro Tonne ungefähr 7 Milliarden. Damit starten wir jetzt. Bei 50 sind es dann nochmal 7, also schon 14. Mhm. Und ich glaube schon, wenn dann die EEG-Umlage an sich auch sinkt und wir vielleicht die eine oder andere kleine Idee noch haben über die Stromsteuer oder was anderes, dann ist das schon machbar. Also für mich ist in der mittelfristigen Perspektive, ist die EEG-Umlage nicht mehr da. Also da bin ich eigentlich mittlerweile ziemlich sicher, dass da der Druck einfach extrem steigen wird und man da nach Wegen suchen wird, das so schnell wie möglich auch zu ändern. Ich fand interessant und auch richtig, über diese Beihilfefragen natürlich zu reden, das ist völlig klar. Das muss man jetzt aber an dieser Stelle auch einmal klären, sonst kommen wir da ja nie weiter. Und so mein Eindruck, ich bin auch nur Physiker, kein Jurist, aber mein Eindruck ist auch, das, was das bewirken wird, ist ja auch im Sinne von vielen EU-politischen Ansätzen in der Energiepolitik. Wenn ich mal schaue, Peer-to-Peer soll gestärkt werden, Energy-Communities und sowas. Ich glaube, das sind alles so Geschäftsmodelle, die wir von jungen Unternehmen irgendwie auch permanent sehen, wo das mit der EEG-Umlage einfach hinderlich ist. Ne? Und überhaupt natürlich insgesamt das Abgaben- und Umlagensystem, das wir uns in der Tat mit der Leitstudie, die wir jetzt da auch machen werden, genauer irgendwie anschauen. Oder auch das Beispiel PPAs haben wir vor kurzem
Sie hatten, glaube ich, auch darüber berichtet, diesen DENA-Marktmonitor auch vorgelegt mit drei ganz guten Beispielen aus unterschiedlichen Bereichen. Die IHK hat ja auch intensiv mit drauf geschaut. Und da sehen wir das Thema Stromkostenkompensation, ja, die ja offenbar nur bei fossilem Strom oder vielleicht bei grauem oder sowas gezahlt wird. Solche Sachen muss man jetzt sich einfach genauer angucken. Wie kriegt man das auch so geregelt, dass man vielleicht auch bei PPAs, bei grünem Strom, das irgendwie bezahlt bekommen könnte? Gibt es da Möglichkeiten, auch außerhalb des EEGs einen verstärkten Anreiz zu organisieren, den dringend erforderlichen Ausbau von erneuerbaren Energien weiter voranzutreiben? Wir hören von extrem vielen Unternehmen, dass es ein sehr, sehr großes Interesse gibt. Es fehlt ein bisschen an Transparenz nach den Möglichkeiten, Matching letztendlich auch, gibt einige Finanzierungs- und regulatorische Fragen. Das wollen wir uns auf jeden Fall anschauen. Und hier, ja, würde ich mir manchmal ganz ehrlich auch vom Ministerium ein bisschen mehr Mut wünschen, das von sich aus auch ein bisschen auf den Weg zu bringen. Gut, die haben jetzt so viele andere Probleme auch, aber das wollen wir auch machen, gerne auch mit vielen, die hier zuhören, am Ende zusammen. Das ist ja sozusagen eine der entscheidenden Fragen. Wir wissen ja, um das zu schaffen, was sich die Bundesregierung selber vorgelegt hat, sei es beim Thema Wasserstoff, sei es überhaupt beim Erreichen der Klimaziele, das funktioniert alles nur, wenn man beim erneuerbaren Ausbau das Tempo deutlich erhöht. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, welche Fördermodelle sind da in Zukunft vielleicht auch für die verschiedenen Energieträger sinnvoll. Also brauchen Aufdachanlagen, wenn sie schon so kostengünstig sind, eine Dauerförderung, kann man das über andere Modelle machen. Sie haben PPAs angesprochen. Also was ganz frei in die Runde, einen Input geben möchte, in welche Richtung sollten wir uns da bewegen? Geht es da mehr in eine Differenzierung? Was sind Fördermodelle, die sozusagen dann auch irgendwann völlig unabhängig von Umlagesystemen funktionieren können? Ich melde mich da gerne. Also zum einen ist völlig richtig, in der Perspektive braucht es andere Modelle. Wir sind auch dabei, eine kleine Studie zu machen, um etwas vorzulegen bis oder zu dem Datum, wenn die Ankündigung kommt, wie hoch die Umlage für 2021 tatsächlich aussieht und dann aber in der größeren Studie tatsächlich auch Gedanken für ein neues Strommarktdesign vorzulegen. Die ist perspektivisch etwas länger angelegt, weil ich meine, das EEG, EEG-Umlage ist ja eine Maßnahme, die in einem stark regulierten Markt, der keine fairen Preismechanismen kennt, eine Refinanzierung für Investitionen in die erneuerbaren Energien gewährleistet. Und dafür braucht es ja dann irgendwo Möglichkeiten, also einen ordentlichen Kreditrahmen oder beziehungsweise überschaubare Risiken, die gerade im Segment zum Beispiel Bürgerinnen und Bürger Energie Möglichkeiten schafft, weiter zu investieren. Da gibt es ja durchaus auch schon Überlegungen mit Regionalstromtarifen zum Beispiel. Das halte ich auch alles für richtig und gut. Nur muss man eben das kleine Gap überbrücken. Die Erneuerbaren sind ja in den Strombestehungskosten schon sehr wettbewerbsfähig, aber um da tatsächlich am Markt zu landen, muss man ein kleines Gap überbrücken. Wir hätten uns ja erhofft, dass eine CO2-Preissteigerung das erreicht, aber auch das hat ja Corona zunächst mal runtergesetzt. Und auch perspektivisch brauchst du da, glaube ich, einen überlegten Rahmen. Und für die Unternehmen müssen wir eben überlegen, PPAs ist schon gefallen. Das sind Möglichkeiten, aber auch da brauchst du einen verlässlichen Rahmen. Also da kann man auch nicht einfach reingehen und hoffen, dass es funktioniert, sondern da haben wir auch immer wieder gesagt in der letzten Zeit, hier braucht es ein Segment für die Industrie und einen Rahmen, der zum Beispiel die Blockade der Direktbelieferung, auch das habe ich eben schon gesagt, überwindet und auch eigene Leitungen zum Beispiel erlaubt, sodass das Modell nicht uninteressant wird. Also es gibt eine ganze Reihe von Vorstellungen, die jetzt überlegt werden, aber ich würde mir auch wünschen, dass das BMW hier eigene Vorstellungen übermittelt, weil wir in der Perspektive einfach eine Gesamtmarktdarstellung brauchen, zum Beispiel auch, wie wir das Thema Sektorenkopplung voranbringen. Also wie der Strom, Sie haben es eben angesprochen, nationale Wasserstoffstrategie. Bislang geht das BMW noch von viel zu niedrigen Stromverbräuchen im Jahr 2030 aus. Also wir rechnen mit einer Ökostromlücke von 100 Terawattstunden, die fehlen, wenn man
zu langsam zubaut oder eben den Bruttostrombedarf, der für Wasserstoff, für Wärmepumpen, für E-Mobile dazukommt, wenn man das nicht richtig berechnet. Also das sind viele Faktoren und das ist auch nicht dann nur durch eine einfache, kurze Lösung gedacht, sondern es braucht wirklich einen kompletten neues Design des Strommarkts und eine neue Betrachtung der Abgabenumlagen. Gerne, Herr Kuhlmann, Herr Bohley, Input dazu. Wo geht die Reise hin? Ja, ich finde, ehrlich gesagt, mit den Wegen, mit PBAs, das ist für mich momentan mein Favorit. Ne? Also ich glaube, dass wir darüber eine ganze Menge erreichen können. Ich will noch mal eine Sache sagen, wir vergessen manchmal die Sogkraft von Märkten und Bedarfen. Das können wir auch noch mal diskutieren, wenn wir gleich darüber reden, was passiert eigentlich mit den wegfallenden oder aus dem EEG herausfallenden Anlagen. Mein Eindruck ist, es ist uns gelungen, in dieser Corona-Krise den Push auf die Klimaziele zu erhalten. Es ist uns gelungen, das Interesse der Industrie auf diesem Thema weiterzuhalten. Das Bedürfnis nach grünem Strom, nach grünem Stahl irgendwann und all diesen Dingen, es wird immens wachsen in der nächsten Zeit. Da werden Leitmärkte entwickelt werden und so weiter. Das heißt, erneuerbarer Strom bekommt auch nochmal einen ganz besonderen Wert und er wird eher zu knapp sein. Und ich glaube, das muss man so ein bisschen bei alledem auch mit im Blick halten. In Spanien habe ich jetzt gehört, haben mir meine Experten hier gesagt, ich weiß das alles auch nicht so genau, da gibt es jetzt eine Gesetzesvorlage, bei der man sogar sagt, dass man eine PPA-Quote für den Industriestrom einführen will. Ist ja ein spektakulärer Gedanke, aber der Hintergrund dafür ist, man erhofft sich dadurch Preisentwicklungen, die am Ende dann noch konkurrenzfähiger machen, als es in anderen Ländern ist. Ich weiß nicht, ob das schon so die richtigen Wege für hier so wären. Ich wollte es nur mal in den Raum stellen, weil das für mich heute auch ein neuer Gedanke war. Mhm. Auf jeden Fall müssen wir in der EEG-Umlage natürlich auch so Sachen klären wie Ausbaupfade, ja. Systemdienstleistungen, wie geht es weiter mit Offshore, negative Gebote, ja oder nein. Ja. Das sind halt so tricky Sachen. Ich ahne aber schon, weil wir momentan über viele Pfade noch gar nicht so richtig wissen, wie die ausgestaltet werden sollen. Das wird man sich dann ganz zu Beginn der nächsten Legislaturperiode dann auch nochmal genau angucken müssen. Ja, Herr Bohley. Ja, eine PPA-Quote für Industrie, das ist ja etwas, was bestimmt beim DIHK, wenn es sowas gäbe, Interesse in welche Richtung auch immer hervorrufen würde. Ja, erstmal danke, Herr Kuhlmann, für den Hinweis auf Spanien. Ich glaube, das muss ich mir dann in der Tat mal im Detail angucken, was Sie denn da jetzt ganz konkret beschlossen haben. Ich muss mal die Kollegen von der Auslandshandelskammer, das ist ja der Vorteil bei uns, wir haben ja überall unsere Auslandshandelskammer, da kann ich mal nachfragen, wie das Sagen Sie mir aussieht. Bescheid danach. Ich weiß, ja, mache ich. Auch noch nicht. Genau, ich steht es dann bei Energate. Herr Kuhlmann hat, die Sogkraft von Märkten angesprochen. Ich glaube, das ist in der Tat ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Wir haben mit dem ETS und wir werden ja in der nächsten Handelsperiode, nicht Legislaturperiode da auch, aber in der nächsten Handelsperiode ja steigende Preise sehen, einfach weil die Zertifikate ja verknappt werden. Und je nachdem, was dann beim Green Deal rauskommt, werden sie wahrscheinlich auch noch stärker verknappt werden, als es momentan sowieso geplant ist. Wir haben auf der anderen Seite das BHG ja mit sehr stark steigenden Preisen und insbesondere, wenn es dann tatsächlich ab 2027 ein freies Handelssystem geben sollte. Ich sage das mit aller Vorsicht. Schauen wir mal, ob das tatsächlich so kommt. Aber wenn es denn das geben sollte, werden wir dann natürlich noch deutlich höhere Preise haben als jetzt die 65 Euro pro Tonne, die 2026 da festgeschrieben sind. Und wir haben ja das Klimaschutzgesetz, das die Sektoren ja miteinander oder gegeneinander auch in den Wettbewerb um den grünen Strom stellt. Und insofern sehen wir das beim DIHK durchaus auch so, dass wir deutlich mehr Erneuerbare brauchen. Und es wird, sagen wir mal, durchaus schwierig, das bis 2030 zu organisieren, weil Frau Peter hat es ja angesprochen. Wir gehen auch nicht davon aus, dass der Stromverbrauch sich so entwickelt wie das BMWi. Das bisher prognostiziert hat. Ja, wir gehen auch vor dem Hintergrund von Industrie 4.0, also letzten Endes ja auch der Elektrifizierung oder der noch viel stärkeren Elektrifizierung der Fabriken und der Wertschöpfungsketten auch von einem steigenden Stromverbrauch aus. Und der muss natürlich dann auch grün bedient werden. Also die Unternehmen sind ja, das betrifft die Großen ja direkt über ihre Nachhaltigkeitsberichtspflichten, aber über die Lieferketten wird es natürlich 1:1 an die Vorlieferanten und an die Abnehmer dann auch weitergegeben. Also mit welchem CO2-Fußabdruck ein Produkt an einem Werktor ankommt, wird natürlich immer wichtiger werden.
Und insofern wird es eine wahnsinnige Sogkraft auch auf den erneuerbaren Strom geben. Und insofern wird der Zubau unserer Ansicht nach in Zukunft viel stärker nachfragegetrieben laufen und nicht mehr so angebotsgetrieben. Und wir sehen das ja heute schon in unseren Umfragen. Wir fragen die Unternehmen ja regelmäßig, bezieht ihr Grünstrom und seid ihr möglicherweise auch bereit, für deutschen oder regionalen Grünstrom noch ein paar Schnäpschen oben drauf zu legen? Und da kriegen wir dann doch immer ziemlich erstaunliche Ergebnisse, nämlich dass so rund 40% der Unternehmen in Deutschland sagen, und das über alle Größenklassen und alle Branchen hinweg, ja, also wir sind sehr interessiert dran an deutschem Grünstrom oder regionalem Grünstrom und sind da durchaus auch bereit, ein paar Prozentpunkte mehr zu bezahlen. Das ist klar, das kann jetzt nicht ein Stahlwerk machen, darüber müssen wir nicht sprechen, aber wir haben ja auch weite Teile in der Industrie, wo die Stromkosten zwar pro Kilowattstunde hoch sind, wo Strom aber insgesamt bei den Gesamtkosten nur einen relativ geringen Anteil ausmacht. Und wir haben natürlich den ganzen Gewerbebereich, ja, wo das natürlich auch immer wichtiger wird, hier mit Grünstrom was zu machen. Denken Sie nur an die Supermärkte, die jetzt mit PV-Anlagen arbeiten und sich Ladesäulen dahinstellen. Also wir sehen wirklich einen sehr, sehr starken Treiber in der Zukunft durch die Nachfrage. Ich freue mich sehr, dass Sie das so deutlich sagen, weil wir die Rufe der Industrie ja auch vernehmen. Jetzt, wenn ich gerade noch eins ergänzen darf, hier eine aktuelle Studie zur Situation von Saarstahl. Hier sage ich, weil ich in meinem Saarbrücker Homeoffice sitze, dass der eben wettbewerbsfähig ist, wenn mit grünem Wasserstoff versorgt, perspektivisch. Und das ist jetzt ein Riesensegment, aber alles, was Sie angesprochen haben, mich wundert eben, dass diese Rufe nicht so in der Politik ankommen, dass man da jetzt wirklich Lösungen hat. Es gibt zwar eine nationale Wasserstoffstrategie, aber eben nicht die Antwort darauf, wo kommt der Ökostrom her. Und der regionale Bezug ist ja eben auch das, was Akzeptanz und Identifikation schafft. Und zwar nicht nur mit dem Energieerzeugung, sondern auch mit den Jobs, die damit verbunden sind, auch in der Industrie. Und ich glaube, da müssen wir gemeinsam weiter Druck erzeugen. Ja, denken Sie zum Beispiel an die ganzen, also wir haben ja sehr viele familiengeführte Mittelständler in Deutschland. Mhm. Dafür sind wir ja bekannt, das macht unseren Wirtschaftsstandort stark. Da ist natürlich das Interesse auch an regionalem Strom natürlich gigantisch hoch, weil die sind ja sowieso vor Ort engagiert, sponsern Vereine, sponsern Kulturveranstaltungen und so weiter und so fort. Und da passt es natürlich wunderbar in deren Portfolio mit rein. Bevor wir gleich das Thema noch aufnehmen und vielleicht auch in Richtung, welche Rolle können da Altanlagen spielen, würde ich meinen Kollegen Marc Hüter noch mal fragen, nach Fragen aus dem Chat. Gibt es da Wortmeldungen oder Hinweise, die wir aufnehmen sollten? Da gibt es zwei Fragen, Wortmeldungen, beide recht kritisch. Die erste von Herrn Harms, vielen Dank. Die Anmerkung und Frage ist, die Corona-bedingte, in Anführungszeichen, Senkung der EEG-Umlage ist Flickschusterei auf höchstem Niveau und öffnet den Weg daran, je nach Haushaltslage beliebig herumzuschrauben. Ordnungspolitisch und rechtlich viel sinnvoller und einfacher ist die Herausnahme der Entlastung aus der besonderen Ausgleichsregelung, aus der Umlage und deren Finanzierung aus Steuermitteln. Warum hat man sich nicht für diesen Weg entschieden? Das müsste sozusagen jetzt eigentlich jemand von Regierungsseite beantworten. Da haben wir leider keinen. Mag jemand von Ihnen das kommentieren? Naja, das ist ja genau die Antwort gewesen, die ich eben gegeben hatte, wie die Finanzierung hätte aussehen sollen, dass wir gesagt haben, Industrieprivilegien aus dem Haushalt und dann noch Senkung der Stromkosten. Und in der Tat sitzt halt jetzt der Finanzminister am Tisch und zwar ist ja eine doppelte Entscheidung zu treffen, das Niveau und nochmal, woher die Kosten kommen. Und das ist jetzt ein Politikum. Das hätten wir als Branche immer gerne vermieden. Das kann auch tatsächlich nur ein Übergang sein. Deswegen kann ich dem Frage hier eigentlich nur zu 100% recht geben. Aber genau dazu will ich mal kurz was sagen. Ich glaube, das sind ja doch Debatten, ich weiß nicht, aus den 90ern oder so. Also ich meine, die Ziele, die sind so eindeutig formuliert, da ist ein so gigantischer Druck drauf. Also dass jetzt da, man kann da anderer Meinung zu sein, das ist völlig okay, aber jetzt, dass man die Gefahr sieht, dass ein Finanzminister jetzt da den Sparsenkel irgendwie ansetzt oder so. Nein, das halte ich für komplett ausgeschlossen. Und insofern, ich glaube, das sollten wir auch mal hinter uns lassen, diese Argumentation. Zumal es am Ende auch, wenn man da sozusagen, wenn das so wäre und dadurch vielleicht dann der Zubau geringer würde und dadurch dann eine weitere Wirkung, die CO2-Emissionen steigen, kostet das, wie wir wissen, auch Geld. Genau.
wegen der europarechtlichen Verpflichtungen. Ja. Zum Thema Industrieprivilegien aus dem Haushalt bezahlen. Ich meine, die Antwort ist ja eigentlich schon gegeben. Wenn das so ist, dass der Finanzminister oder eigentlich ist es ja nicht der Finanzminister, sondern der Bundestag dann den Daumen senkt, ja, wer bezahlt denn dann die Privilegien? Das heißt, darauf wird dann keiner mehr investieren aus diesem Bereich. Also damit ist die Antwort eigentlich völlig klar, dass das keine Lösung sein kann. Auch ein Punkt. Ja, dieses Vertrauen brauchen wir so oder so. Ne? Also. Ja, ja nur jetzt ist ja die besondere Ausgleichsregelung bis 2024 einschließlich notifiziert. Das, also seit 2014, das heißt, das sind ja immerhin 10 Jahre gewesen. Das ist natürlich in Anbetracht der Amortisationszeiträume auch von Industrieinvestitionen, also wenn man jetzt mal richtig in den Maschinenpark reingehen muss, sind natürlich 10 Jahre jetzt auch nicht allzu viel, aber ist natürlich deutlich besser, als wenn sie jedes Jahr im Bundeshaushalt landen. Da bräuchte ja auch eine Zusicherung, aber das geht jetzt ins Detail. Genau. Gibt es noch eine weitere Frage? Du sprachst von zweien. Ja, genau. Die zweite wendet sich direkt an Herrn Kuhlmann von Herrn oder Frau Becher. Vielen Dank. Wieso ist es für Herrn Kuhlmann eine große Leistung, wenn die BHG-Einnahmen für die Senkung der EEG-Umlage verwendet werden? Das ist für viele Verbraucher nur linke Tasche, rechte Tasche. Eine große politische Leistung sollte anders aussehen. Ja, ist eine gute Frage, guter Punkt. Also erstmal, wenn man ein großes Gewicht aus der rechten Tasche in die linke Tasche packt, dann gibt es eine Gewichtsverlagerung. Also insofern irgendeine Form von Lenkungswirkung beim Laufen oder sowas. Und ich glaube, das ist ja hier in dem Fall ist linke Tasche, rechte Tasche in dem Sinne, dass da jetzt nicht mehr Belastung oder sowas kommt, eine gute Sache, weil wir glauben, dass dadurch eine Steuerung im ökonomischen Rahmen vorgenommen wird, die eben Geschäftsmodelle, die wir in Zukunft nicht mehr so stark sehen wollen, stärker belastet peu à peu und andere, die wir vielleicht stärker sehen wollen, entlastet. Und dadurch entsteht ein Wettbewerb, der nach vorne gerichtet ist. Und das ist der Grund, warum wir das positiv sehen. Ich denke, da kann oder mag keiner von Ihnen beiden, Frau Peter, Herr Bohley, widersprechen. Also wie gesagt, grundsätzlich gab es ja die Kritik daran, ob man das aus dem Haushalt finanziert und wie stark das am Ende tatsächlich belastet, weil letztlich müssen das alle Steuerzahler nochmal bezahlen und die hohe Kunst, die das EEG ja hatte, war ja ursachengerecht zu besteuern bzw. zu besteuern, sondern zu belasten. Und gerade eben fiel ja nochmal das Wort Markt. Also während eben andere Energieträger, Kohle, Atom ja in keinster Weise irgendwie einen fairen Markt um sich hatten, sondern in vielfacher Weise kostensozialisiert wurden, hat ja das EEG den besonderen Charme gehabt, eben verursachergerecht hier zu belasten. Das sozialisiert man jetzt ein Stück weit, das bringt aber tatsächlich das Problem nicht in eine Lösung, sondern ich glaube, dass wir da, und die Entlastung ist auch nicht so riesig, aber wir brauchen einfach grundsätzlich Verfahren, wie wir saubere Technologien, die ja auch Umwelt und Klima entlasten, in Zukunft eine bessere Wirtschaftlichkeit garantieren und den Markt hier wirklich fair gestalten. Viel mehr möchte ich dazu eigentlich jetzt gar nicht sagen. Ich würde dann gerne nochmal auf das Thema Altanlagen zurückkommen. Das war ja eben schon angesprochen, als es um das Thema regionale Grünstromnutzung ging. Viele Unternehmen nutzen dies ja auch schon, indem sie Direktlieferverträge für Windparks abschließen, die aus dem EEG fallen. Daimler hat das zum Beispiel gemacht. Jetzt ist aber so, dass das auch schwieriger wird und da wirkt sich auch wieder der veränderte Strompreis aus durch die Corona-Krise, sodass wir jetzt aktuell wieder eine Diskussion haben, ob man nicht, zumindest beim Thema Windanlagen, noch über eine, ja, das ist das, was Niedersachsen fordert, eine Brückenfinanzierung, eine Förderverlängerung, die sich dann natürlich auch wieder auf die Umlage auswirken würde, redet. Allein aus dem Grund, um zu verhindern, dass im großen Stil ab kommenden Jahr Anlagen aus dem Markt gehen, was man natürlich verhindern sollte, um sozusagen keinen negativen Zubau zu schaffen. Wie, Frau Peter, vielleicht Sie, wie sehen Sie das? Ist das eine Option, dass man da ernsthaft nochmal darüber nachdenken müsste, für ausgeförderte Windparks zumindest? Also grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass die Bundesregierung zunächst mal quantifiziert, wie riesengroß der Verlust
ist an Anlagen, die in den nächsten Jahren rausfallen. Das sind, glaube ich, im Bereich Wind 14 bis 16 GW, die in den ersten 2-3 Jahren wegfallen, wenn es keinen Weiterbetrieb oder Repowering gibt. Bei Solaranlagen sind das 20.000 Anlagen, die jetzt vielleicht per se nicht vom Erzeugungsvolumen so viel ausmachen, aber die ja durch die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger auch zu einer hohen Akzeptanz führen. Und das ist einfach verschenkte Energieerzeugung, verschenkter Klimaschutz, wenn man auf diese und auch tatsächlich auch ein Stück weit ein Problem von Netzsteuerung vor Ort. Das muss ja alles, jede rausfallende Anlage braucht ja dann wieder eine Gegenkompensierung, dass wir hier überlegen sollten, wie kriegen wir das hin, dass der Wegfall nicht so groß ist. Und in der Tat muss man dann vielleicht auch für einzelne Segmente, für große anders als für kleine, überlegen, wie kriegen wir eine Refinanzierung, eine Wirtschaftlichkeit gestaltet. Wir sind jetzt als Branche nicht unbedingt so aufgestellt, dass wir sagen, ja, weiter fördern, sondern lieber eben Möglichkeiten finden, die im Markt dann ein Marktgeschehen ermöglichen, weil wir eben die kostengünstigsten Energieträger mittlerweile sind, gerade Photovoltaik oder Solar. Deswegen Zeit- und Mengengerüst bis 2030 etablieren und dieses Gap, von dem ich eben schon gesprochen habe, so füllen, dass wir faire Wettbewerbsbedingungen haben für die Bioenergie, Flexibilisierungsmöglichkeiten. Der bestehende Biogasanlagenpark könnte etwa 60 Gaskraftwerksblöcke ersetzen, wobei ich jetzt sage, dass die Erdgaskraftwerke jetzt ins Spiel kommen und Kohle und Atom ersetzen, ist ja auch erstmal gut. Aber wir können auch mit Bioenergie noch mehr liefern und hier auch mehr die Sektorenkopplung, den Übergang von Wärme und Verkehr organisieren, den grünen Wasserstoff voranbringen. Das alles braucht einfach einen ordentlichen Rahmen. Und darüber muss sich die Bundesregierung jetzt endlich mal Gedanken machen. Das fasst auch diese Anlagen mit ein. Wir haben zum Beispiel gesagt, warum nicht Windanlagen im Norden auch nutzen, denen faire Bedingungen zu schaffen, um grünen Wasserstoff zu erzeugen. Auch das wäre ja ein Anreiz. Also überhaupt mal irgendwie Anreize schaffen, die Welt von morgen mit reflektieren. Solange es keinen größeren, höheren CO2-Preis gibt, muss man sich da jetzt Gedanken machen. Ich würde auch gerne was zu sagen, wenn ich darf. Also ich finde das, also ich habe mich jetzt sehr gefreut, Simone, wie du das da jetzt auch dargelegt hast, weil es ist doch schon ein bisschen so eine Veränderung im Denken, wo man auch erkennt, dass ihr sehr viel mit innovativen neuen Geschäftsmodellen euch auseinandersetzt und eben die eben auch gerne in den Vordergrund stellt. Deswegen, also ich sehe das Problem, was Jahrzehnt verteilt ist, ist ja ein gigantisches Problem, aber ich sehe auch ehrlich gesagt nicht so ganz ein, warum man es jetzt irgendwie da auch zu einfach irgendwie einfach nur machen soll. Also bei Wind ist natürlich jetzt schon ein bisschen drückend und da muss man schauen, wie viele Förderungs- und Ansätze es für neue, andere Ideen da eben irgendwie geben muss. Aber jetzt einfach nur zu sagen, lass mal irgendwie weiterlaufen, wir schieben da noch was hinterher und so, das finde ich nicht gut. Ich finde, bei Solar haben wir ja zwei Vorschläge zum Beispiel auf dem Tisch, gut, die sind ein bisschen später dran. Uber hat da jetzt, glaube ich, auch den Vorschlag gemacht, Marktwertdurchleitung über den ÖNB, für Wind und Sonne, aber eben auch ein paar innovative Unternehmen, NBW, Envia, Senec, Sonnen und Tesla, wie man eben über eine digitale Direktvermarktung, irgendwie über Anpassung des regulatorischen Rahmens, diese neuen Modelle pushen kann. Jetzt gibt es natürlich, angenommen, man kann natürlich sagen, so, wir machen jetzt Uber-Vorschlag, alle legen sich in den Gartenstuhl und wir fahren einfach die alte Kiste weiter durch. Oder wir sagen, nee, wir lassen diesen Druck auf diesen Kessel auch mal zu, weil das normalerweise in einer funktionierenden Marktwirtschaft dazu führt, dass sich eben Unternehmen Gedanken machen, was sie damit denn noch alles vernünftigerweise machen können. Da habe ich auf jeden Fall einen ganz klaren Fokus drauf. Das sollten wir mit aller Macht versuchen und wenn auch ein bisschen was verloren geht, am Ende des Tages wird man dadurch mehr gewinnen. Bei Wind jetzt in den nächsten 2-3 Jahren, da haben wir natürlich jetzt ziemlichen Druck. Da gibt es dann auch ja, tatsächlich wichtige Fragen, Netzstabilität und so weiter zu diskutieren. Aber das zeigt natürlich auch, wenn wir all diese Fragen vom Solardeckel bis eben jetzt Ausscheiden dieser Anlagen immer erst in den letzten 6 Wochen regeln, bevor das der Schaden eintritt, dann kann man keine verlässliche Energiepolitik machen. Mhm. Und mit diesem Vorwurf muss sich, glaube ich, Politik auch auseinandersetzen. Verlässliche Energiepolitik ist wahrscheinlich auch etwas, was den DEHK freuen würde.
Ja, und zwar alle Unternehmen. Ich glaube, unter unverlässlicher Energiepolitik leiden tatsächlich ja alle Unternehmen. Ich gebe Ihnen völlig recht, Herr Kuhlmann. Sie haben da wirklich den Finger in eine ganz, ganz tiefe Wunde gelegt. Ja, dass man, wenn man in den letzten 6 Wochen, bevor dann wieder irgendwas abläuft, erst anfängt, sich Gedanken zu machen, ist es halt deutlich zu spät. Und das sehen wir jetzt gerade bei den kleinen PV-Anlagen. Also es sind ja irgendwie so ich glaube, 15.000, die jetzt zum Jahreswechsel aus der Förderung, oder 20.000, die dann zum Jahreswechsel aus der Förderung fallen. Sie kommen überhaupt nicht. Also es gibt da tolle Vorschläge. Ich finde die auch alle erstmal gut. Und es ist gut, dass da auch unterschiedliche Vorschläge aus dem Markt kommen. Das Problem ist nur, sie kommen an die Leute gar nicht mehr ran in der Zeit. Das wird das ganz große Problem sein. Und dann werden die nämlich zum 1. Januar natürlich einfach weiter einspeisen, weil sie ja gar nicht wissen, was sie denn jetzt überhaupt tun sollen. Ich hatte heute, interessanterweise, heute den ersten Anrufer, der sich bei mir gemeldet hat und gesagt, Herr Bohlheim, bei mir fällt die Anlage zum 31.12. aus der Förderung. Was soll ich denn machen? Ich meine, ist es ihm aufgefallen? Ja, das hat mich jetzt erstaunt, dass es tatsächlich schon mal jemandem aufgefallen ist. Ja. Aber wir kommen nicht an die ganzen Leute ran. Das wird nicht funktionieren. Also sie waren ja bis vor kurzem auch noch alle Mitglied bei den IHKs. Das hat sich ja mittlerweile geändert, dass die Anlagenbetreiber bis 10 kW nicht mehr bei uns Mitglied sind. Gleichwohl haben wir natürlich noch gewisse Möglichkeiten, die über Sachen zu informieren. Aber auch wir werden es nicht schaffen, an alle heranzukommen. Das sehe ich als ganz großes Problem an. Ja, also ich bin sofort bei Ihnen für digitale Lösungen und alles. Aber wir werden nicht alles schaffen. Und um dann wilde Einspeisung zu vermeiden, brauchen wir irgendeine Auffanglösung. Vielleicht können wir die auch begrenzen für eine gewisse Zeit oder so. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Ja, zum Beispiel EEG-Umlage für Eigenstromnutzung senken oder wegfallen lassen und auch fürs Industriesegment Möglichkeiten schaffen. Da gibt es ja viele Lösungen. Aber die Verbraucherinnen und Verbraucher werden nicht informiert. Also ich habe selber eine Solaranlage geerbt letztes Jahr, wo der erste Teil jetzt Ende 2020 aus der Vergütung fällt. Und ich habe selber das Stadtwerk angerufen, weil es gibt ja keine Information darüber. Ich weiß jetzt, dass das zu Ende ist, ne? Aber es ist einfach vertane Erzeugung, vertaner Klimaschutz und da braucht es dringend Lösungen. Ich sehe es wie Sie, es ist eigentlich schon fast zu spät. Ja, und vor allem, weil wir uns ja jetzt erst mit der nächsten EEG-Novelle über dieses Problem Gedanken machen. Ja. Und bis die dann tatsächlich im Bundesgesetzplatz steht, wird ja wahrscheinlich irgendwann, wenn es Oktober ist, ist es schnell. Und dann sind es noch 2 Monate bis zum Jahresende. Und vorher können Sie den Leuten immer irgendwas erzählen. Dann werden die immer sagen, ja, Herr Bohler, geben Sie mir den Brief und Siegel, dass es auch so kommt, wie es jetzt im Moment im Entwurf drin steht. Dann muss ich immer sagen, nein, es ist zwar wahrscheinlich, aber es ist nicht sicher. Ich sehe, das ist auf jeden Fall noch ein Thema, der Umgang mit Post-EEG-Anlagen und wie man die Leute informiert für einen weiteren Energate-Web-Talk. Nur mit Blick auf die Uhr würde ich das an dieser Stelle sozusagen mal begrenzen. Und ich sehe jetzt selber noch eine ganz interessante Frage, die man vielleicht auch als Schlussfrage nehmen kann aus dem Chat. Und zwar wird da gefragt, wie Sie die Chancen für eine grundlegende Energiepreisreform einschätzen. Da ist jetzt nicht keine Legislaturperiode dahinter gesetzt. Ich nehme mal an, über diese Legislaturperiode müssen wir da nicht mehr sprechen, aber vielleicht nutzen Sie diese Beantwortung dieser Einschätzungsfrage sozusagen für ein Schlussstatement. Gerne fange ich wieder mit Ihnen an, Frau Peter. Also manchmal kommen ja Entwicklungen überraschender, als man denkt. Wir hätten letztes Jahr nicht gedacht, dass man zu einer CO2-Bepreisung kommt, wie jetzt für den Wärme- und Verkehrssektor. Deswegen geben wir die Hoffnung nicht aus, dass wir eine umfassende Energiepreisreform bekommen, die sich an einem neuen Markt Design auf der Basis erneuerbarer Energien orientiert und all die Möglichkeiten der Innovation, der Sektorenkopplung, des wachsenden Anteils der erneuerbaren Energien berücksichtigt. Ich sehe das tatsächlich auch noch nicht für diese Legislatur, aber wir legen alles drauf an, deswegen auch eine Großstudie dazu, dass wir da mit einer kommenden Regierung, die den Klimaschutz vielleicht stärker wertet und noch ordentlich Push von Fridays for Future kriegt, dass die hier den Rahmen richtig stellt und damit für die Privaten wie für die Unternehmensenergieverbraucher auch eine ordentliche Lösung bietet. Herr Kuhlmann, Ihre Einschätzung, wann bekommen wir die Reform? Erstmal interessant, Sie hatten 2 Fragen übrigens, die eine im Chat, die anderen bei F&A und die eine ging über Herkunftsnachweise und ob man damit was Vernünftiges machen kann. Übrigens auch eine spannende Frage, aber Sie haben jetzt... auch ein separates Thema, ja. ja. Gut, machen wir beim nächsten Mal da, aber genau. Die wollen ja Energiepreisreform Chancen. Jeder weiß, die Zeit ist reif. Deswegen, es wird bei uns in der DENA-Leitstudie eine wichtige Fragestellung sein und die soll ja fertig sein zur nächsten Wahl. In dieser Wahl wird sicherlich nicht Entscheidendes passieren, aber
dann doch. Dazu bedarf es nur einer Erkenntnis. Es wird keinen goldenen, perfekten Weg geben. Irgendwo wird man kleine Tode sterben müssen. Es gibt nicht die eine Superlösung, die für alles passt. Ich habe schon so viele Studien dazu kommen und gehen sehen. Hier brauchen wir eine Regierung, wer auch immer, die dann sagt, okay, es ist ausdiskutiert, wir müssen eine Entscheidung treffen, die dann auch durchtragen und dann im Nachhinein schauen, wo wir korrigieren müssen. Alle lechzen danach, die Kriterien müsste man, kann man, glaube ich, gut formulieren mittlerweile. Aber die Umsetzung, das ist natürlich ganz schön kompliziert und da kann man nicht alle fragen. Da muss man einfach dann irgendwann Entscheidungen treffen. Machen, genau. Herr Bohley, einfach machen. Ja, einfach machen ist immer gut. Und letzten Endes hat die Bundesregierung ja auch schon den ersten, ich glaube auch den allerwichtigsten Schritt getan, indem sie die nationale CO2-Bepreisung eingeführt hat und gleichzeitig gesagt hat, dass zumindest ein Großteil der Einnahmen für die Senkung der EEG-Umlage zur Verfügung gestellt wird. Die EEG-Umlage ist ja nun mit Abstand der wichtigste oder größte Posten bei den Umlagen und Abgaben. Insofern sind wir, glaube ich, schon mittendrin in der Reform. Ja, und dadurch, dass wir ja jetzt die Energiebepreisung, also von Gas, Kohle und so weiter, die Energiesteuer, die wir sowieso schon hatten, die ist ja komplett geblieben. Und da setzen wir jetzt noch den nationalen CO2-Preis obendrauf. Also wird es ja immer unattraktiver, auch irgendwas mit Gas, von Kohle will ich jetzt gar nicht mehr reden, aber mit Gas und mit Öl zu machen. Insofern haben wir den ersten ganz wichtigen Schritt getan. Klar, je schneller das geht, umso besser, dass Strom billiger wird, keine Frage. Das ist auch ein gutes Schlusswort. Je schneller der Strom billiger wird, desto besser. Dann haben wir auch die Anreize für Investitionen in grüne Technologien. Überschrift für morgen. Genau. Dann war nicht so abgesprochen. Nee. Ganz herzlich bedanke ich mich dann für Ihre Teilnahme und Ihre Zeit und auch allen Zuschauern. Es sind doch relativ viele jetzt fast die meisten bis zum Schluss dabei geblieben. Wer noch eine Frage nicht beantwortet bekommen hat, kann sich sicherlich auch vielleicht nochmal direkt per E-Mail melden. Das kriegen wir auch hin. Ich danke erstmal, darf noch auf den nächsten Web-Talk in 2 Wochen hinweisen. Da beschäftigen wir uns mit Investitionen schwerpunktmäßig. Und danach rücken wir das Thema Mobilität in den Mittelpunkt. Dann in 4 Wochen müsste das sein. Dann danke ich, wünsche noch einen schönen restlichen Tag und hoffe, wir sehen uns an dieser Stelle dann demnächst wieder. Vielen Dank. Danke auch. Danke. Tschüss. Tschüss. Bleiben Sie gesund.